Die vier Lampen aus dem letzten Level findet ihr hier, hier, hier und hier. Das Poster, habe ich euch auch schon im Video gesagt, befindet sich hier. Ihr müsst einfach die Treppe hoch, irgendeinen Angriff dran machen und perfekt. Dann haben wir die vier Donuts nicht gefunden. Die befinden sich nämlich hier, ganz mies hier, hier und hier. So, jetzt nachdem wir alle Waddle Dees gerettet haben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Genau. Beim letzten Mal, wie ihr sicherlich wisst, falls ihr die Folge gesehen habt, ich hoffe es, haben wir ein paar von diesen Bonus-Stages gemacht und die vorherigen und ein paar vorherige Level oder ein vorheriges Level. Auf jeden Fall, wir haben noch hier eins übrig, dieses, oh nee, Kegelstopfer, da haben wir versagt, da bin ich letzte Mal ein bisschen ausgerastet. Egal. Auf jeden Fall. Ich habe alle nachgeholt, wie ihr vorher gesehen habt, und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein in Gerangel im Center. Ich hoffe, wir kriegen alle Achievements, dieses Video, diesen kleinen Teil vor dem Video jetzt hier, was ihr gesehen habt. Das hat so immens lange zum Schneiden gedauert gerade und zum Aufnehmen. Ich musste die Stages teilweise 3 bis 4 Mal neu durchlaufen. So. Ui. Das ist ein bisschen blöd. Klar, ich könnte mich mit der Kamera besser umschauen. Aber die Kameraposition im Allgemeinen ist auch schlecht. Egal. So. Ich freue mich natürlich schon wieder mega auf das Game. Das ist doch unfair. Trotzdem schauen wir uns ganz gründlich um. Ob wir hier alle Waddle Dees finden... ich garantiere mal nicht. Auf jeden Fall kriegen wir erstmal einen Berg an Heilung. Hätten wir im wilden Modus spielen... hätten wir im leichten Modus spielen sollen, anstatt im wilden Modus? Ich weiß es nicht. Das sehen wir jetzt gleich, ob das eine gute Entscheidung... Dankeschön. Ob das eine gute Entscheidung war oder nicht. Okay. Ich mach mal das Schild noch weg. Vielleicht ist das ein Achievement. Oh, vielleicht gibt es davon mehr diesmal. Lass uns doch mal kurz nach unten gehen. Komm ich hier nicht runter? Die verlangen jetzt von mir ernsthaft, diesen Weg zu gehen. Okay, warte, wir... Scheint aber nichts zu sein. Ja, keine Ahnung. Also das Bild war es nicht, auch wenn ich es jetzt abgehängt habe. Oder abgeschlossen, wie auch immer man das jetzt nimmt. Da ist noch eins. Okay, es sind mehr davon. Ich werde mal alle kurz suchen. Vielleicht hier drüben noch. Hier drüben würde es Sinn machen. Ganz hier vorne in der Ecke, wo halt kein Mensch mehr hinläuft. Nein, okay. Hätte ich jetzt aber gemacht. Dann lass doch mal kurz zum Anfang gucken. Weil dann wird wahrscheinlich... Hier? Kann ich durch? Das macht gar keinen Sinn, dass ich da nicht durch kann. Aber hier ist auch nichts mehr. Hm. Okay. Dann, keine Ahnung, was dann. Ach man, ich dachte, ich bin jetzt total schlau und sehe das direkt. Hier hinten vielleicht noch. Aber auch nicht so. Das kann ich auch nicht einsaugen, auch wenn das so aussieht. Hier drüben waren wir eigentlich schon. Warum ich hier nicht durch kann? Also... Open World, naja, ich beschwere mich erst gar nicht. Ich will mich nicht beschweren, ich finde das Game ist super. Ihr könnt das Game auch nicht 100% Open World machen. Da hoch vielleicht? Da kommt man vielleicht so mit so... Ja, von hier hoch? Nee, okay, da kommt man sicherlich nicht hoch. Ja gut, ich habe jetzt keine Ahnung. Ich werde, bei dem bleiben, weil da kann ich auf Distanz bleiben, so das ist das gut. Ich hätte noch so ein Kirby-Bild hängen. Oh, 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 aha. Da vorne, da kann man doch bestimmt rein. Das sieht schon so aus. Haha.
Wo ist das letzte Kirby-Bild? Nach dem Bosskampf ist nichts mehr, oder? Wir werden gezwungen. Wir werden auf jeden Fall hierher gezwungen. Hallo DK. Ich glaube auch nicht, dass es auf der Battle Arena ist oder so. Bizeps Bestie Gorillos. Der Schöne ist, bei dem können wir halt schön auf Distanz bleiben. Ich könnte es mir halt auch gut hier draußen auf der Stage hier vorstellen. Oh nein, das verblasst nach einer Zeit. Unfair, Fragezeichen. Oh, ich spring zur Seite. Zack. Ein Stück weglaufen. Ich hab springen gedrückt. Wieso mache ich jetzt auf einmal so wenig Schaden? Vielleicht kann man nachher nochmal hoch in dieses Gebäude rein. Okay, das wehrt er ab. Nein, wehrt er nicht ab. Ah, wir hatten da schon in der Demo so ultimative Probleme mit. Nein, warum schießt er denn in die falsche Richtung? Perfekt, down ist er. So will ich das hier. Nicht so wie das letzte Mal, wo wir wirklich die ganze Zeit fast gestorben sind. Wir haben wenig Schaden bekommen. Kann auch sein, dass sie den einfach gemacht haben oder ich einfach nicht das Eispower abgenutzt habe. So, jetzt müssen wir uns aber nochmal ganz dringend umschauen. Besiege den Boss innerhalb von 2 Minuten. Oh nein, bitte sag nicht, dass es da jetzt noch so Time Limits gibt. Darauf habe ich ja gar keinen Bock. Nee, please. Hier ist gar nichts mehr. Ich sag's euch. Eine der Aufgaben wird sein unter 1,50 oder so. Ich bin aber sicher, wir haben uns viel, viel besser als in der Demo angestellt. 7 Minuten schon in der Folge direkt den Boss besiegt. Was will man mehr so? Hüpfe zwischen den Ba... What? Als ob sowas ein Achievement ist. Wer macht das denn? Also halt klar, so während dem Kampf mal, wenn man dann halt mal diese... Gut. Dann... Komm, dann lasst uns heute in der Folge einfach diesen Boss zu 100% schaffen. Damit ich nicht schneiden muss. Oh... Oh, wir sind hier, okay. Ja. Was ist das? Da kann ich mir safe was kaufen. Ja. Wardle, dieses Waffenladen. Was für eine Spezialpower denn? Ja, Elfilin. Ich hab den ja, ich hab mir den Namen gemerkt. Ich bin Profi. Ja, was denn? Hallo? Ja, also. Nein, wir machen jetzt erst den Boss zu 100%. Hey, Kirby, sieh dir das mal an. Ich habe keine Ahnung, wie ich die synchronisiert habe. Perfekt. Ach, come on. Ich hasse es, wenn das Spiel einem aufzwingt, irgendwo hinzugehen. Ja, schön. Dann talk jetzt auch mit mir. Oh, sieh nur, Waddle Dees Waffenladen wurde eröffnet. Dort kannst du Spezialpower ausstatten. Ja, komm. Darf ich jetzt gehen? Ich höre dem jetzt nicht zu. Ja. Ach, ich muss da jetzt rein.
Willkommen in Waddle Dees Waffenladen. Ich arbeite hier mit allen möglichen Arten von Spezialpower. Eine kleine Leidenschaft von mir. Jede von dir entdeckte Spezialpower steht dir anschließend hier im Laden zur Verfügung. Schau also ruhig mal öfter vorbei. Oh, bevor ich es vergesse. Ich kann dir auch dabei helfen, Spezialpower zu entwickeln, um sie viel stärker zu machen. Diese Blaupause enthält unglaubliche Techniken. Damit wirst du ultimativ zum Super Saiyajin. Oh, guck mal, du kannst den Chakram-Boomerang verbessern. Wow. Und das Feuerding. Auch wenn du das nicht so gerne benutzt. Wobei, ich muss sagen, das Feuerding finde ich mittlerweile ganz cool. Jetzt sag bitte nicht, ich muss das machen. Ach, und ich mache dann einfach etwas mehr Schaden, wenn ich das dann einsetze. Okay. System. Ja. Wenn dann jetzt jedes Mal so eine 10-Stunden-Animation kommt, okay, die kann man skippen. Dann, nein, danke. Die kann man skippen, sehr schön. Du hast Spezialfeuer entwickelt. Vulkanfeuer. Okay. ja, ich habe Vulkan. Ja, komm, jetzt red nicht so viel. Okay. Entschuldigung, Kirby, dass ich dich jemals angezweifelt habe. Entschuldigung, Kirby ist der einzig wahre Gott von Pop Planet oder wie auch immer das ist. Ja, zum Warp-Stern wollte ich auch gehen. Aber wir gehen noch nicht in die neue Welt, die wir vermutlich jetzt freigeschalten haben. Wir machen noch die Boss zu 100%. Jetzt bitte lass mich doch mal dahin, Mann. Oh, mein Nacken tut total weh. Ah, ich hab heute... Es ist heute ultimativ warm. Ich habe mit offenem Fenster geschlafen, auf Kipp. Und das hat wahrscheinlich ein bisschen gezogen. Es ist keine Wüstenwelt, es ist eine Strandwelt. Hier ist der Ewigblauküste. Oh, das fühle ich. Weil wir den Boss besiegt haben, ja, macht Sinn. Ja, aber da gehen wir noch nicht hin. In den einsamen Strand gehen wir noch nicht. Boah, das wird so genial, Leute. Verpasst auf jeden Fall nicht die... Bubble. Verpasst auf jeden Fall nicht die nächste Folge. So, wir müssen jetzt einmal zwischen dem Boss hindurch schlüpfen. Und ich werde jetzt so lange nach diesen komischen Bildern suchen, bis ich sie gefunden habe. So, hier ist eins. Ja, das ist doch... Auch das hier, das sieht alles so ultimativ aus. Wow. Bam. Mit einem Treffer? For real jetzt? OMG. wir sind, wie schon gesagt, wir sind Profi. Wir kriegen ja, wir haben da doch auch diese Rabattcodes bekommen, die ich nicht richtig zensiert habe, weil ich, ja. Ist auch nicht so schlimm, es sind überall die gleichen immer. Vielleicht, wenn ich die Bananen einfach nicht nehme. Wir nehmen mal die Bananen nicht. Das heißt, so ein Achievement, hör auf, den Affen auszurauben oder so. Kann ich mir vorstellen, so. Wir machen jetzt erstmal kurz dieses Laufen zwischen seinen Beinen durch, damit du ein Achievement hast. Ja, komm, wir kennen das schon. Jo, ja, ja. Ja, wir sind alte Kollegen, gell? Kennst du mich noch? Ich hab dich das letzte Mal ein bisschen fertig gemacht. Ja, ja, das ist der Gorillas. Wow. Oh. No! Wie er halt einfach gleich down ist. Oh nein, er macht seine Drehung. Er kriegt aber noch Feuerschaden, weil er brennt. Damit habe ich gerechnet, dass er an der Stelle aufhört. Ne, ich renne jetzt nicht mehr weg. Down. Okay, komm. Der war richtig schnell besiegt. Also, das war's. Weltrekord-Speedrun. Achievement? Hallo? Achievement?
Ich habe keine Lust, das jetzt viermal zu spielen. Hä? Nö. Wie geht es mit? Okay. Ich sieg den Boss mit dem Schwert. Entschuldigung. Ach, was ist das denn? Ey, da kann ich ja gleich im Internet nach einfach den Lösungen gucken, so, weil nachdem ich ihn mit dem Schwert besiegt habe, muss ich wahrscheinlich mit Weine Ice Power besiegen, ja. Was? Abenteuer sind immer so aufregend, besonders an deiner Seite, K-Storm. Ja, finde ich auch so. Besiege ihn mit dem Schwert und danach muss ich ihn wieder mit einem anderen Gegenstand besiegen. Retten? Wir machen das jetzt einfach mal. Ich schneide euch das aber. Bis gleich. Perfekt, einmal mit dem Schwert kurz besiegt. Und das letzte Achievement des Besieges mit keinem Boomerang oder sonst irgendwas, was auch immer es da noch zur Auswahl gibt. Wetten? Es wird irgendwie sowas sein. Ja? Ich höre? Ohne Damage? Nein, das ist kein Standbild. What? Ja, aber das mache ich safe mit Feuer. Ich bin ja nicht blöd. Also, Entschuldigung, aber... Meine Güte. Damageless. Wir gehen kurz ins Dorf zurück. Ich lasse das jetzt mal drin, so den ersten Versuch, um zu gucken, ob ich das hinkriege. Damageless. Einen Boss. Damageless. Wenn ich das schaffe, müsst ihr alle das Video liken. Bitte. Nicht mehr. Aber Damageless klingt eigentlich bei dem Boss zumindest machbar. Boah, jetzt stellt euch vor, es ist bei jedem Boss so das gleiche. Ihr müsst jeden Boss Damageless machen. Dann werden wir die 100% auf jeden Fall nicht schaffen, weil ich bin mir sicher, der Endboss ist Hardcore und den werde ich nicht Damageless schaffen. Aber nun gut, sowieso, bevor wir in die nächste Welt reisen, haben wir noch ein paar Sachen hier offen. So ein paar kleine Mini-Stages. Okay, komm, let's go. Wir machen den jetzt Damageless. Ich weiß, ihr habt diesen Bosskampf jetzt, ihr seht ihn jetzt schon zum dritten Mal, beziehungsweise zum vierten Mal, wenn ihr ihn schon in der Demo gesehen habt. Aber ihr müsst es euch ja nicht anschauen. So ist ja nicht. Aber bitte schaut es euch trotzdem an. Den Boss einfach Damageless. Mal gucken, wie frustrierend das heute wird. Ich nehme einfach mal alle Bananen mit. So. Vielleicht mag er mich dann mehr, weil ich ihm seine Bananen bringe. Weißt du, es hätte auch sowas wie sein können, besiegst mit der Bombe oder mit dem Feuer, mit dem Eis-Item. Nee. Mach einen Boss Damageless. Zählt das als Schaden? Ja komm, also das kann nichts werden. Vielleicht mache ich ihn Damageless, wenn ich schieße von weiter weg. Nein. Ja, der kann, also... What? Er kommt mir sogar hinterher. Okay, das wird nichts. Ich brauche halt was, wo ich ihn von weiter weg gut damagen kann. Ich muss schon sagen. Bis jetzt ein gar nicht mal so schlechter Versuch. Ey, wenn ich das im First Try hinkrieg, dann müsst ihr abonnieren und liken. Perfekt. Komm. Yes! Bam! Yes! Yes! Puh.
Okay. First try, damageless Boss. Also theoretisch nicht direkt First Try, aber als wir es First Try probiert haben, ihn damageless zu machen. First Try, damageless Run. Und das auch noch im Rilden-Modus. Oh yeah. Die 100% in dem Spiel werden grauenhaft. Falls ihr es aber trotzdem sehen wollt, zeigt das gerne mit einer positiven Bewertung. Und wenn ihr nichts mehr verfassen wollt, könnt ihr auch den Kanal abonnieren. Ihr kennt das Ganze, das sage ich im Outro eh nochmal, wenn dann der Like da hochgeflogen kommt. Ich hab alle Waddledies. Ah. Okay, dann würde ich sagen, kümmern wir uns um das Pilönchen. Und wir machen nicht auf Zeit. Wir machen es ganz normal. Ich glaube, hier kann ich gar kein Weltkarte. Ich habe ja unten immer Kapitel, da könnt ihr auch hin und her switchen. Ja, immer so zwischen den Level steht alles da. Aber ich habe halt auch nur eine Minute, gell? Ist auch ein bisschen wenig Zeit. Egal. Wir machen jetzt keinen Speedrun draus. Boots! Weg damit. Vorher hatte ich ja immer gesagt, okay, wenn ich das nicht schaffe in der Zeit, bin ich schlecht. So, egal. Wir machen das einfach so. Das zählt safe nicht als Achievement, das so zu machen in den ganzen vorgegebenen Zeiten. Das wäre ja auch mega unfair einfach. So. Also wer das in dieser Zeit hinkriegt, ist einfach... Keine Ahnung, also... Ja, komm. Also jetzt waren es wie viele Millisekunden? 70? 70 Millisekunden. Zu langsam. Oder 700. 700? Ach, egal. Wie auch immer, ihr seht's unmenschlich. Egal, wir haben es geschafft, das zählt doch safe. Nein, es zählt nicht als komplett. Ja, aber die werde ich off-cam machen. Die werde ich alle machen, wenn ich sowieso einen frustrierten Tag habe. Okay, hier geht's ums Eis. Jetzt habe ich das gar nicht durchgelesen. Frostiges Feuern. Schlittern auf Ace. Oh, immerhin weiß ich jetzt, wie das funktioniert. Lol, ich kann mit dem Eisding umgehen. Okay, ihr müsst BBB und dann halten. Oder es gibt gut Coins. Nein! Oh, das musste passieren. Zack, 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 zack. Und jetzt hier schön mittig. Bam, warum man da 2 Minuten Zeit hat? Ich weiß es nicht. Aber wir haben's. Das finde ich ja schon mal ganz gut. Ich bin ein bisschen zu laut, es tut mir leid. 3 Millisekunden, damit wir die 100% hätten. Aber das ist safe machbar. Wäre ich da an dem Feuer eben nicht hängen geblieben, hätte ich das First Try geschafft. So, jetzt sind wir wieder unten auf der Time-Dings-Weltenkarte. Ich muss mich für 10 Sekunden jetzt hier aufhalten, ehe wir weiterhauen können. Hier kann ich zum Beispiel suchen. Oh, da gibt's Geld? Random. hier noch was, das sieht sass aus. Ja. Oh ja, hier war Suchen. Ich habe es genau gesehen. Ja. Okay, also auch dieses einfach random über die Oberwelt fliegen, um Sachen zu erkunden, ist ein lustiges Konzept, muss ich sagen. Gefällt mir. Guck mal was. Und hier geht es dann in die nächste Welt, die wir aber jetzt nicht mehr heute machen. Ich würde sagen, wir gehen zurück ins Waddledy-Dorf, graden noch kurz ein paar Sachen ab und schauen uns da mal wieder um. Wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit, 26 Minuten. Komm. Da schauen wir noch mal in der Waddledy-Stadt. Da gibt es immer diese Tomate. Ich weiß nicht, was diese Tomate soll. Ist das eine Tomate? Wahrscheinlich füllt die einfach nur Leben auf. Bam, ich bin super stark. So, da hinten gehen wir gar nicht erst hin. Cutscenes brauchen wir auch nicht. Ja, komm, dann lass uns in den Shop gehen. Einfach nur kurz das Upgraden. Ah, das Feuer ist schon, sieht mega cool aus. Ich hoffe, man kann das noch weiter upgraden. Ja, entwickeln. Entwickeln. Diesmal skippen wir die Katzen. Okay. So, den Chakram-Boomerang ist jetzt stärker. Das sieht jetzt... Okay. Wie einfach so...
Ihr habt dieses, ja, du kannst Boomerange werfen und ihr habt die Weiterentwicklung. Okay. It's a me, Sonic! Ich kann mit Ring werfen. Hui! Okay, aber das sieht ja mal zu episch aus. Ich würde aber sagen, wir machen in der nächsten Folge dann direkt mit der neuen Welt weiter. Wenn euch das Ganze gefallen hat, sagt das gerne mit einer positiven Wertung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, Leute!